Und den nahm Dortmund vielversprechend auf, diesen Kampf. 5. Minute Lattenschuss von Bitscher und den Kopfball verwandelt Lose zum 1:0. Die Dortmunder gingen viel zu früh in die Defensive und gerade dort waren sie einfach zu schwach. Lose machte sein schönes Tor durch diesen Fehler sozusagen wieder wett. Weikel erzielte den Ausgleich 1:1. Das war auch der Halbzeitstand vor 20.000 Zuschauern. Danach schlief Dortmund regelrecht ein. Ein schnell ausgeführter Freistoß, Bockenfeld, Immel konnte nur abklatschen und Thiele gerade noch zu erkennen, erzielte mit seinem 15. Saisontreffer den 2:1 Endstand zugunsten von Fortuna Düsseldorf.